Ja, das Ambiente. Hallo, Sabine. Hi, hi, wie schön seid ihr alle da. Ich hoffe, euch geht's wirklich gut. Vor allem dir, Sabine. Du bist ja noch ein bisschen härter dran in Spanien. Aber wir haben allen Grund dazu, uns auf unsere Zukunft zu freuen. Ihr wisst ja, Dinge, die wir im Inneren spüren, sind viel, 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 viel wahrer als die Sachen, die wir im Außen sehen, weil das Außen ist ja, oh, ciao Matteo, parli tedesco. Also das, was wir im Außen sehen, das ist ja verspätet. Das ist ja nachträglich, ja. Wir kreieren, manifestieren in unserem Inneren unsere Zukunft. Also das heißt, wichtig nochmal, im Außen sich nicht beirren lassen, was sich gerade im Außen zeigt, in unserer sogenannten reellen Realität. Unsere innere Realität wird zur zukünftigen reellen Realität. Metti il traduttore, ja. Magari un giorno faccio anche in italiano. Ma prima, per adesso il mio italiano non basta per queste cose che dico. Also, ihr Lieben, ja, genau. Ambiente. Übers Ambiente wollte ich heute reden. Ja, was ist das Ambiente? Das Ambiente ist eben das, was wir spüren. Ambiente ist der unsichere Teil, oder nicht der unsichere, der nicht materialisierte Teil unserer Wirklichkeit. Ja, das ist Energie. Das ist das, was wir spüren. Das ist das Ambiente. Guten Morgen, Anja. Ja, das ist das Ambiente. Und wenn wir jetzt kurz in die Pflanzenwelt eintauchen, um das kurz klar zu machen, was ich mit Ambiente meine, ist, wenn du einen Samen pflegst, ja, wenn du quasi wir Samenwunsch, nehmen wir analog unsere Wunschzukunft, die Dinge, die wir erleben wollen, die wir erfahren wollen, die wir manifestieren und materialisieren wollen, die sind ja als unser Samen in uns. Und dieser Samen braucht eben auch das richtige Ambiente. Und Ambiente heißt Wohlfühlen. Deswegen heißt übrigens auch meine Firma My Well Feeling GmbH. Weil dieses Wohlfühlen, dieses Ambiente, in dem wir uns befinden, dass wir uns selber unabhängig von dem, was im Außen ist, kreieren können, ist absolut hundertprozentig essentiell. Weil dieses Ambiente ist eben genauso wie das Ambiente für einen Samen, ja, der Boden, die Erde, in den du diesen Samen reintust, der ist dafür ausschlaggebend, dass dieser Samen gut wächst und sprießt, ja. Und wenn du jetzt überlegst, was hast du gerade für ein Ambiente, dann ist es wichtig, dass du dein Ambiente eben unabhängig von dem gesellschaftlichen Ambiente kultivierst, damit dein Ambiente wieder das nächste Ambiente deiner Familie, deines nächsten Umfelds ansteckt, infiziert und somit das Weltambiente sich verändern kann. Also jeder Einzelne trägt hundertprozentig seinen Beitrag. Und deswegen mache ich diese täglichen Videos, weil es gerade jetzt so wichtig ist, dass man sich jeden Morgen, egal was man sich am Abend an News reingezogen hat, sein Ambiente wieder bereinigt, ja. Und zwar nichtsdestotrotz, dein Ambiente dominiert das Ambiente deines Umfelds. Und diese Power hast du. Und diese Power müssen wir jetzt nutzen, dass wir vorbereitet sind, wieder in ein schönes, im guten Ambiente habendes Leben eintreten können. Und je mehr Menschen sich dieser Aufgabe, dieser Verantwortung jetzt bewusst werden, desto schneller und besser wird die ganze Geschichte. Und nochmal zurückzukommen zu diesem Ambiente. Dieses Ambiente kann ja auch krank machen. Dieses Ambiente, wenn es nicht gut ist, ja, wenn du deinen Samen in einen kaputten Boden, in ein übersäuertes
eine übersäuerte Erde gibst, dann kannst du da den schönsten und den tollsten Samen reintun. Der geht kaputt, der wird nicht aufgehen, der wird nicht wachsen, der wird nicht blühen. Dein Baum wird keine Früchte tragen oder deine Pflanze wird keine Früchte tragen. Ja? Nur um mal nochmal ganz sicher zu sagen, warum dieses Ambiente so wichtig ist. Und wenn du dich selber auch als Pflanze siehst, die braucht ein gutes Ambiente und du kannst dieses Ambiente besser wie ein Blumensamen für dich selber kreieren. Ja, wir können gegenseitig unser Ambiente erschaffen, indem wir aufblühen. Und diese Verantwortung kannst du nicht an ein Größeres abgeben, sondern es musst du in deiner kleinen Welt anfangen, damit es in die größere Welt hinausgeht. Also jeder ist jetzt aufgerufen, sein Ambiente sauber und rein zu halten, damit der Samen, den du mitbringst, dass du willst, diese Vorstellung, deine Wünsche, deine Träume von einem schönen Leben gut wachsen können. Und natürlich ist es einfach, ein Ambiente zu kultivieren, wenn du in den Ferien am Strand bist, mit netten Leuten umgeben, dann hast du ein gutes Ambiente von alleine. Aber die Herausforderung ist, auch wenn es Wetter schlecht ist, diesen Samen zu kultivieren, diesen Samen zu hegen, dieses Ambiente hochzuhalten. Auch im Regenwetter ist deine Aufgabe zu wissen, dass es aufhören wird zu regnen und dass dein Ambiente stabil bleibt. Und das ist so wichtig und ich rede vielleicht hier jetzt in Parabeln und so weiter, weil ich möchte, dass dieses Video bleibt und weil ich möchte, dass möglichst viele Menschen verstehen, dass diese innere eigene Arbeit, diese Kreationsarbeit so wertvoll ist von jedem einzelnen Menschen, jetzt gerade in dieser Zeit und auch für die Zukunft. Ja, wir arbeiten für eine Zukunft jetzt. Unser Leben ist jetzt nicht zu Ende und unser Leben wird auch nicht so weitergehen, wie es vorher war. Und die Leute, die sich schon viel mit Manifestation auseinandergesetzt haben, ich komme ja aus der Ecke der Selbstheilung, weil ich einfach immer schon wusste und ich halt meiner inneren Stimme vertraut habe, wenn sie gesagt hat, Patricia, das sind Dinge zu heilen, damit dein Körper heilen kann. Und ich habe mich auf diesen Weg gemacht und habe diese Dinge mehr und mehr verstanden, die da zu heilen sind, die in mir sind, damit ich im Außen, weil mein Körper ist ja auch mein Außen, die Reflexion bekomme, dass alles in Ordnung ist, dass ich mich wohlfühle, eben, dass ich dieses Ambiente von innen nach außen kreiere. Und mein Körper hat halt nicht kooperiert, weil viele Dinge in meinem inneren Ambiente darauf programmiert waren, dass irgendetwas mit mir nicht in Ordnung ist, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt und mein Körper irgendwann mal gesagt hat, gut, Patricia, dann ist es halt so. Ja, und das ist so, so wichtig, dass ihr gerade jetzt in dieser Zeit das versteht, dass dieses innere Ambiente, das, was in euch innerlich vorgeht, jetzt transformiert werden darf, damit sich im Außen alles transformiert. Und wie gesagt, Körper heilen von innen nach außen. Und Krankheit, ob man es wissen will oder nicht, entsteht von innen nach außen. Es ist so, wir sind von nichts und niemanden angegriffen, wenn wir unser innerliches Ambiente stabil, gesund, klar, in Liebe und in Wahrheit tragen. Und ich weiß, dass es schwere Zeiten sind und ich weiß, dass man ganz, ganz viel Angst haben kann vor dem Unbekannten. Aber gerade auch in meinen Coachings, ich sag's immer wieder, das Unbekannte ist das, wo du Neues bekommst. Weil im Bekannten kennst du es ja schon. Und wenn die Sachen, die du dir wünschst und deine Träume im Bekannten wären, dann hättest du sie ja.
Also nachdem aber da immer noch Wünsche da sind, die noch nicht in deinem Leben sind, müssen die ja im Unbekannten sein. Das ist doch logisch, weil wenn sie im Bekannten wären, würdest du es ja nehmen und sagen, okay, ist meins. Aber sie sind im Unbekannten und deswegen ist es wichtig, dass man sich wohlfühlt, ins Unbekannte zu gehen, dass man sich wohlfühlt und zu sagen, ich weiß, das Unbekannte ist jetzt für mich noch nicht da, aber wenn das Unbekannte, wenn ich da mich wohlfühlen kann, dann fühlen sich die Dinge gut an, die sich aus dem Unbekannten ergeben. Ja, ihr Lieben, heute mache ich nicht so lang, weil ich mache um 14 Uhr nochmal für die, die wirklich auch körperlich gerade Probleme haben oder auch seelisch, weil sie Angst haben, das ist ganz klar, Angst haben vor Zukunft, Angst haben vor der Situation, mache ich um 14 Uhr. Ich habe einen Zoom-Link gepostet, ich poste es auch nochmal unter das Video, können wir alle reinkommen. Ich habe schon mal eine Serie von Heilabenden gemacht, jetzt mache ich einen Heilnachmittag, wo ich möchte, dass die Leute, die jetzt unsicher sind oder die Angst haben oder die nicht wissen, wie soll es weitergehen, dass wir eben hier zusammen in diesem Heilabend ein Zoom-Meeting machen, ein Ambiente schaffen, wo wir dieses gute Gefühl kultivieren, weil gutes Gefühl bringt gute Zukunft, gutes Ambiente bringt gute Samen, gute Früchte. Wir brauchen es unbedingt. Und ich möchte euch helfen, diese Sachen zu relativieren, die euch gerade im Moment beängstigen oder Sorgen machen oder so. Weil es ist immer die Perspektive. Es gibt so viele unterschiedliche Perspektiven, die einen helfen und erlösen können. Und da möchte ich euch unterstützen. Kommt um 14 Uhr zum Zoom-Link. Seid dabei, könnt die Kamera einstellen, ausstellen, wie ihr wollt. Wir können mit dem Chat kommunizieren. Es kann komplett anonym sein. Aber ich möchte für euch da sein. Ich möchte einen Rahmen für ein gutes Ambiente bilden, gerade für die Leute, die jetzt hier sind und sagen, ich will manifestieren, weil ich sehe immer nur noch das Scheiße da draußen. Ich bin dran. Niemals aufgeben, ja? Und niemals, niemals aufgeben. Es ist so wichtig, diese Konsequenz. Also kommt um 14 Uhr zum Zoom-Meeting, seid dabei, wir machen eine Meditation, wir gehen in schöne Energie rein, wir beantworten Fragen, die vielleicht da sind. Wir kultivieren Heilung, wir kultivieren Freude, wir kultivieren das, was wir wollen. Ja, das ist ganz wichtig, jetzt hier einen Gegenpol zu schaffen und ich möchte euch was mitgeben, was ihr mit euren Familien dann auch noch machen könnt, weil ihr dominiert eure Energie und ihr müsst jetzt stark sein, ihr müsst jetzt klar sein und ihr müsst jetzt in euer Herz gehen und wirklich das glauben, was die Wahrheit ist in euch drin. Und dabei möchte ich euch helfen, kommt um 14 Uhr, wir treffen uns im PC, wie wunderbar, und wir können uns austauschen, miteinander reden und unsere Energien reinigen, unsere Gedanken reinigen und wirklich wieder auf ein gutes Niveau kommen, weil das brauchen wir jetzt. Alles klar, ihr Lieben, ich freue mich auf euch. 14 Uhr bin ich in Zoom und ja, ich bin gespannt, wer da ist. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.